Hey ho, ja, ich bin's wieder, Östedard. Was geht? Diesmal mit dem Free-to-Play-Titel Dragon's Prophet. Ich erzähle gleich ein bisschen was über das Spiel. Lässt sich nur so viel sagen, es ist ein MMORPG. Es wird am 30.05. um 14 Uhr online gehen. Die Open Beta wird dann anfangen. Danach gibt es keine Wipes mehr oder Resette. Es bleibt alles so weiter. Also bleibt halt alles so und ja, ich zeige euch jetzt mal noch ein bisschen was aus der Closed Beta. Die NDA wurde nämlich geliftet und zeige ich euch mal den Charakter. Guardian kann man natürlich sehen, ne, ein bisschen Nahkampf. Hier hat man die Bitches, warum auf die Männer. Ne, haut der Junge rein. Dann haben wir hier The Rangers, ne, mit dem Bogen. Und ja, dann gibt es hier das Orakel, das sind dann so die Heiler, würde ich mal so sagen. Das Keen Battlefield und haben mystische Energie. Wield the Dreaded Knossos Magic Focus Enhanced Defense and Persistent wieder. Was ist das nochmal? Das ist Rejuvenation ist wie heißt Wiederherstellung. Genau, Wiederherstellung, meine Freunde. Und Sorcerer ist halt der ganz normale Magier. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal den Ranger nehmen, oder ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Vielleicht um ein bisschen das Spiel zu zeigen. Die Charaktere werden ja für mich jetzt noch geresettet. Ich werde das Spiel jetzt nur ein Stündchen spielen oder sowas. Ein bisschen euch was zeigen. Hier müssen wir einfach den Ranger. Und deshalb machen wir mal. Kann man hier random machen? Gibt es hier random? Restore Default. Create Random. Aha. Hier kann man nur den Körper anpassen. Okay. Oh, sexy Boys. So, wir nehmen einfach mal den hier, machen dem jetzt eine Haarfarbe andere. Haarfarbe ist hier links, rechts, da. Nee, das ist gar nicht die Haarfarbe. Fuck you. Machen wir einfach nochmal random. Ah, wir nehmen den. Der sieht cool aus. Voll geil, sexy boy. Acid Art hier. Mich euch hier nicht ein bisschen, ne? Aber hier sieht man auf jeden Fall schon mal sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Wie man sieht, hier ziemlich viele Frisuren und sowas halt alles. Dann kann man hier das Kinn verändern und man Augenbrauen, die Augen, die Größe der Augen, Nase, Mund, Ohren. Also eigentlich ein ziemlich anständiger Editor. Ich habe hier Mr. Lover Lover gemacht. Hier gibt's, also wie gesagt, es ist noch Open Beta. Ist noch Closed Beta. In der Open Beta haben sie auf jeden Fall einen Patch angekündigt. Da werde ich gleich ein bisschen was drüber sagen. Ja, ich hoffe, das läuft jetzt. Ich hatte mich schon mal beim Stresstest mitgespielt. Ich hoffe, man hört meine Stimme noch, weil ich gerade ein Standbild habe. Would you like to start the tutorial? Pff, ja. So, starten wir mal das Tutorial einfach, damit wir das mal sehen. Wie gesagt, ich hatte nämlich beim Stresstest mal mitgespielt an einem Wochenende. Und das Spiel hatte da starke Probleme, sehr starke Probleme. Ich meine, das ist ein Stresstest, klar, ne? Ach ja, das, daran erinnere ich mich. Das will ich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht angucken. Nein! Ja gut, das überspringen wir mal. Ich wollte euch die Scheiße hier nicht antun. So, da sind wir auch schon wieder im Spiel. Meine Güte, das Spiel macht mich fertig, ey. Ich bin jetzt schon rausgeflogen bei der Cutscene hier irgendwie, da musste ich wieder rein, dann konnte ich nicht laden. Hat er irgendwie bei dem Launcher hat er gestresst, keine Ahnung. Ich zeige euch das einfach mal so toll, weil eigentlich wollte ich euch das nicht zeigen. Ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf. Aber der ist hier schon Level 45, der Charakter, was ich nicht schlecht finde. Also wie ihr seht, alles sehr actionlastig. Das ist so eines der Features, was die haben. Da lese ich euch gleich mal ein bisschen was vor. Oh, seht ihr mal, Leute. Ja, okay, das sieht ein bisschen schlecht aus. Du hast gerade gesehen, wie der gelaufen ist? Alter Falter. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf das Spiel. Wie das so, ja, wie soll ich sagen, wie das sich entwickelt. Weil das Spiel ist von den Machern Runewalker. Und diese sind auch für Runes of Magic verantwortlich. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Runes of Magic eines der besten Free-to-Play-Spiele, die es gibt. Ich habe dieses Spiel auch ziemlich lange gespielt. Tilde soll ich drücken. Ne, hier die. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das Drache drücken. Ja, sind wir. Wäre natürlich gut, wenn du mir jetzt hier einen. Ah, toll. Okay, Raute ist es auf jeden Fall nicht.
Aha. Öh. Das ist mein Drache. Das ist auch eines der, wie soll ich sagen, eines der besonderen Sachen an diesem Spiel. Man kann Drachen summonen. Also man hat in diesem Spiel über 300 Drachen, die man sich holen kann. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die kann man dann zähmen, trainieren. Man kann auf ihn reiten, wie er gerade gesehen hat. Keine Drachen sind gleich, hat der Typ auch gerade gesagt. Und über 300 Drachen gibt es. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir gut. Das ist eine Neuerung, die mir sehr gut gefällt. Deshalb werde ich mit Robin wahrscheinlich auch das Spiel spielen. Wie gesagt, das Spiel wird am 30.05. um 14 Uhr in die Open Beta gehen. Das heißt, da wird jeder dann spielen können. Oh, seht mal, das ist ein ziemlich cooler Drache. Und man kann einen Tag vorher spielen, wenn man sich da so ein Paket kauft. Das werde ich bei diesem Spiel aber nicht machen, da ich irgendwie zu wenig gespielt habe. Und ich muss ehrlich sagen, ein paar Bugs sind noch drin. Muss ehrlich sagen, und deshalb möchte ich das Spiel nicht kaufen. Erstmal. Vielleicht werde ich mir irgendwann mal Diamanten kaufen, das ist die Echtgeldwährung. Wer weiß, mal schauen, was da so abgeht. Aber ich würde gerne auch das Tutorial hier teilweise überspringen, diese blöde Cutscenes. Das Problem ist, es geht nicht. Was ich auch total scheiße finde. Muss ich ehrlich sagen. So, dann hoffentlich darf ich jetzt mal ein bisschen kämpfen. Der Typ kann sich... Oh, nice. Der kann sich ein bisschen porten, ey. Jumper. Jump, 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 jump. Richtig nice, richtig nice. Ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen spielen, so eine Stunde. Dann könnt ihr mir da einfach ein bisschen zuschauen. Wie gesagt, könnt ihr mir auch gerne mal drunter schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Ich weiß jetzt natürlich nicht... Okay, das geht schon mal nicht. Das ist dann... Okay, was haben wir hier noch? Bam, Junge! Auf in den Nahkampf! Wow! Das ist auch cool. Also, ich muss ehrlich sagen, eine Sache gefällt mir gut, dass es so ein actionmäßiges Kampfsystem ist. Nur muss ich ehrlich sagen... Das haben sie nicht gut umgesetzt. Teilweise macht es natürlich schon Spaß. So ist es ja nicht. Aber es gibt eine Sache, die mich gerade extrem stört. Das sage ich euch sofort. Sofort sage ich euch das. Seht ihr? Ich weiß nicht, ob man das in dem Video sieht, aber das Spiel fühlt sich sehr träge an. Wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob das träge ist, vielleicht das falsche Wort. Aber das ist eine komische Sache. Ich muss ehrlich sagen, also die Zahlen, wenn die da hochgehen, dann ruckeln die. Und ich weiß nicht, die Gegner laggen. Und wenn man überlegt, dass ich gerade im Tutorial bin, was ja eigentlich, wow, was ja eigentlich Singleplayer-mäßig ist. Ich muss mal gleich schauen, wie das in der richtigen Welt ist, wenn ich aus dem Tutorial raus ist. Auch hier diese Animationen, die sind alle ein bisschen laggy. Was bedeutet, dass die Animationen serverseitig sind, was ich ein bisschen komisch finde. Da auch rechts, so immer mal zwischendurch. Pass mal auf, Mädel, wie du mit mir redest. Ich bin Killer. Und ich weiß nicht, ich muss mal gleich nochmal ein bisschen beobachten. Die Animationen sind ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Ich wünsche mir, dass es nicht so ist, aber schauen wir mal. Ich hole jetzt erstmal meinen Drachen. So, da ist er. Ich weiß leider nicht genau. Meine rechte Maustaste, die macht immer irgendwie was anderes. Ich glaube, meine rechte Maustaste ist irgendwie so ein Durchschalteding. Okay. Auch hier sowas so. Ich meine, Cutscene, schön und gut, aber habt ihr gerade gesehen, wie der weggeflogen ist? Das ist ja, ich weiß ja nicht. Also. Meltis, he fell off the cliff. Auch hier sowas. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, das Spiel am 30.05. um 14 Uhr Open Beta. Zu dem Open Beta Patch gehören auf jeden Fall neue Zonen und spezielle Dungeons. Dann haben sie noch geschrieben, dass die Entwicklung natürlich nicht stillsteht. Oh, krasse Bitch am Start. Und hier sind noch die Features, die man sich auf die man sich vorbereiten sollte. Dazu gehören Raid Dungeons. Also Raids gibt es und wahrscheinlich auch ziemlich früh im Spiel. Also nicht früh im Spiel, sondern es wird ziemlich früh implementiert. Was natürlich eine gute Sache ist. Je früher Endgame da ist, desto besser. Das hier ist wahrscheinlich Beginners Will. Okay. Siberna oder Hunak. Ich
nehme Hunak, obwohl ich den Namen Siberna schöner finde. Aber hier sieht es aus, als wenn hier mehr los ist. Deshalb nehmen wir das einfach mal. Waiting to Enders, Standby. Und ja, also wie gesagt, ich finde es gut, dass sie End-Content ziemlich früh anbieten wollen. Und dazu gehören halt Raid Dungeons. Danach kommen noch Legendary Dungeons. Das sind wahrscheinlich so Dungeons im Hard Mode, schätze ich mal. Ein Frontier-System, wo ich nicht genau weiß, was das ist. Aber wenn es jemand weiß, kann es ja gerne drunter schreiben. Und eine Dragon Encyclopedia, die. Das ist wahrscheinlich dann so wie Pokédex oder irgendwie sowas, wo man alle Drachen dann mit ja, hineinschreiben kann. Beziehungsweise. Komm, schnapp sie dir! Dragon's Prophet, ja, fast. Nee. Ja, und dann haben die noch ein paar Zahlen veröffentlicht: 54.000 Posts im Forum, 40.000 Fans bei Facebook und so eine Scheiße halt. Und ja, die Klassen haben wir ja gerade gesehen. Da gibt es halt den Nahkämpfer, den typischen, dann gibt es den Ranger und dann halt noch zwei Zauberklassen, wovon einer der Heiler ist und der andere der normale Mage, wovon der Robin wahrscheinlich dann den Mage nehmen wird. Und hier rasten die mal richtig aus. Das hier sieht zum Beispiel jetzt wieder richtig cool aus, auch wenn die Flammen echt arschhässlich und scheiße sind, das muss man eigentlich sagen. Ey, wie kann man denn 2D-Bilder da einfügen? Wird hier irgendwie behindert? Also Moonwalker ist ein asiatisches Studio. Ich weiß ja nicht, ob die kein Geld mehr hatten für richtige Flammen. Hier sieht man, das ist auch ein bisschen sehr komisch. Alter Falter, die haben einfach die Dings drüber gesetzt. Oh Gott. Ja genau, haut ihm aufs Maul, Junge. Okay. Das heißt, wir wurden jetzt wahrscheinlich irgendwie zusammengeschlagen und sind wieder Level 1. Strikedown 6 Raiding Marauder. Habe ich eine Ego-Perspektive? Ey, das sieht ja mal übelst behindert aus mit den Flammen. Kann ich nicht... Ah, doch, ich kann rauszoomen. Bam, Junge. Gucken wir mal kurz was. Und hier seht ihr, bin ich wieder Level 1. Die Flammen, ey, meine Fresse. Wie traurig ist das denn? Das heißt, ich kann hier nur rechte Maustaste drücken, ein bisschen aufladen und boom, Junge. Ich hab die Hälfte der AP abgezogen. Okay, das hier ist jetzt schon einen Ticken besser. Auch hier das Wasser sieht doch mal nice aus. Generell, das Dorf ist ziemlich schön gemacht, muss ich sagen. Ich weiß gerade nicht, warum ich auf 30 Frames gecapped bin. Vielleicht hat das was mit Dings zu tun. Mit der Aufnahme. So, dann hauen wir die mal runter. 4 von 6, Level 2, awesome, awesome, awesome. Und ich guck mal eben, was das ist. Ich habe eigentlich alles auf Max gesetzt. Wo haben wir denn hier die da oben? Ping von 48 finde ich gut, wenn die das direkt einblenden. Das ist eine sehr gute Sache. Fullscreen, High, alles hoch habe ich eigentlich gestellt. Vertikale Synchronisation off. Wunderbar. Confirm. Resum. Okay. Jetzt bin ich auch zufrieden, meine Freunde. Laden wir mal unseren Pfeil auf und hauen dem in die Fresse. Ich muss sagen, das Kämpfen hier ist irgendwie ein bisschen sauberer. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie am Tutorial lag. Kann natürlich sein, alles. Kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Vielleicht auch wegen diesen Attacken, wegen den Skills. Vielleicht haben die geleckt oder so. Weiß es nicht. Kann auch sein, dass das generell nicht leckt, weil ich spiele es auf dem englischen Server. Ist die europäische Version. Aber die Deutschen, der Deutsche und der Französische sind im Moment gesperrt, weil später ein Event ist. Und das findet nur auf dem Englischen statt. Stopp, die Alchemisten. Okay, zoomen mal raus hier ein bisschen. Das nervt mich ein bisschen. Hauen die mich? Haut der mich? So, was will der? Hunak. Hunak. Stopp der Alchemisten. Okay. Wie sollen wir den denn stoppen? Einfach töten. Töten, einfach nur töten, Leute. Kennt er doch. Level 2. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was man mit Level up macht. Generell muss ich sagen, das Spiel, jetzt, was ich gerade spüre, wie sich das anfühlt, ist gut. Hier kann man auf R kann man so zurückrollen. Level up. Will gain 3 Punkte oder so. Stand da gerade, habe ich gerade ein bisschen gelesen. Und jetzt ist doch alles wieder etwas flüssiger für mich. Das war gerade ein bisschen. Also, wenn. Ich habe zwar einen. Das habe ich auch gelesen. Es gibt richtig fette Killermonster. Hat ein bisschen was von Terra. Kill the Venom Hydra. Ja. Alleine.
Was habe ich jetzt hier für ein auf Q? Oh, es ist ein Nahkampf. Ach. Das heißt, ich habe da so Kombos auf Rechnungsmuster. Oder zeitlich begrenzt, ich weiß es nicht. Also, ne, das sind Kombos. Wenn ich die linke Maustaste drücke und dann die rechte, dann macht er diesen Mehrfachschuss. Und wenn ich nur die rechte drücke, dann macht er diese Sniper-Attacke. Okay, ist schon mal cool. Das ist auf jeden Fall, das gefällt mir gut. Und auch jetzt generell muss ich sagen, das Kämpfen ist auf jeden Fall irgendwie besser als im Tutorial. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Aber ich werde jetzt erstmal in den Nahkampf gehen. Bam, Junge, einen schönen Kick gegeben. Jetzt schön zurückspringen und Snipe. Und einmal hier, bam, 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 bam. Oh, daneben geschossen. Wow. You've mastered K. Okay, auf K kann ich neue Kombos lernen und so ein Scheiß. Jetzt mache ich den mal kaputt hier. Komm, geh kaputt. Das ist ein bisschen komisch, wenn es kein Fadenkreuz oder irgendwie sowas. Also ich weiß da gar nicht, ob ich hier in Range bin. So. Dann haben wir die Venom Hydra doch. Schön. Liegt die da einfach so und schläft. Ja, ich bin valuable. Ich bin wertvoll, Junge. Let's think for a moment. Also das Feuer sieht in diesem Spiel echt billig aus. Das müssen sie. Müssen sie nicht. Natürlich müssen sie nicht. Kommt immer noch aufs Gameplay an. Ich meine, die Grafik generell ist okay. Da gibt es im Moment viel bessere Titel qualitativ. Terra zum Beispiel. Rift soll ja auch Free-to-Play werden. Und der Typ hat uns beobachtet. Der kleine Penis. Denkt, der wär's. Aber naja. Jetzt haben wir wieder Ladebildschirm. Public Event. Achievement Unlock, da sieht man noch Platzhalter, süß, blablabla Name. Das wird, denke ich mal, in der Open Beta auf jeden Fall schon ein bisschen gefixt sein. Hier haben wir eine Inbox. Da unten steht auch wieder irgendwie sowas. Mit Escape kann man hier schön die Tasten benutzen. So, ich mache erstmal die ganzen Dinger hier weg. Auf K habe ich Combo-Punkte. Capture Dragon. Okay. Das ist anscheinend ein bisschen schneller laufen oder so. Aktive Skills. Passive Skills. Dragon Skills und Combo Skills. Hier sieht man das. Wenn ich auf der linken Maustaste drücke, zweimal, mache ich hier so eine Attacke. Wenn ich zweimal drücke und dann, nee, dreimal drücke, mache ich so eine Attacke. Einmal das, so, so, so. Und sieht man auf jeden Fall. Und wenn man nur die rechte Maustaste drückt, man kann auch aufladen, mit Q kann man auch zweimal hintereinander drücken oder dreimal hintereinander drücken, dann macht der andere stärkere Sachen. Das ist meiner Meinung nach eine richtig gute Sache, gefällt mir gut. Jetzt habe ich auch den ersten Skill hier fertig, da sieht man bereit. Das gefällt mir gut, auch dass das hier steht, gefällt mir sehr gut. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wo ich meine Punkte rein verteilen soll. Auf C, ah, okay, hier. Stärke, Fokus. Hoffentlich steht hier. Ah, Physical Defense und Physical Percentage Ability. Das Spiel soll auch auf Deutsch rauskommen. Ich habe es jetzt auf Englisch, weil ich mir gedacht habe, die Deutsche, wenn hier schon Bugs drin sind mit manchen Sachen, will ich gar nicht wissen, wie die Deutsche aussieht. Physical Damage und Physical Defense. Konstitution nicht. Critical Hit Chance. Finde ich komisch, dass Critical Hit Chance so wenig ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich den skillen soll. Was ist denn Physical Percentage Ability? Physical Penetration. Physical Percentage. Steht hier auch nicht. Vielleicht irgendwie so Hit, dass man trifft. Fokus könnte gut sein. Ich mache mal jetzt hier ein paar Punkte rein. Und bei Stärke auch, weil mir das mehr Damage bringt. Genau wie man hier sieht, Physical Damage plus 14. Physical Penetration. Reduces Targets Physical Defense. Ah, ich verstehe. Das heißt, ja. Das heißt, hiermit mache ich den Gegner schwächer, so gesehen. Was eine ganz gute Sache ist, denke ich mal. Und ja, was haben wir noch hier oben? Gucken wir uns mal die Menüs kurz an. Character, Dragon. Haben wir einen Dragon Stable. Ist unser so Stall, so gesehen. Und hier haben wir noch keine Drachen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie sich Mühe geben. Auch das Interface gefällt mir ganz gut. Sieht annehmbar aus. Right of Tap. Unable to Right of Ö. Okay, ich habe keinen Drachen genommen, wer hätte das gedacht. Und Summon auf dieser Attacke. Und kann man dann umändern, wie man möchte. Und wir machen mal auf V, machen wir mal einen Heiltrank.
Und Equipment All, okay, das ist, sieht nicht schlecht aus, gefällt mir ganz gut. Skills auf K, haben wir gerade gesehen. Mastery of N, aha, hier kann man erstmal schön lernen. Level 15 kann man was lernen. Okay, Level 15 ist anscheinend 25, fängt das dann an. Ja, wie man sieht, fängt das hier mit 1 an. 300 Punkte braucht man da, 115 Punkte. Also mit Level 15 kann man sich dann skillen und dann muss man hier neue Talent-Kombos. Aber ich weiß nicht genau, ob das verschiedene Skillungen sind. Könnte natürlich sein, dass es verschiedene Skillungen sind. Na ja, gut. Equipment Enchantment und M-Bedingungen. Das heißt, man kann auch sein Equipment verbessern. Man sieht ein bisschen, hat ein bisschen was von Rules of Magic. Questlog, Crafting, Friends List. Sieht sehr komplett aus. Game Map und Transportationsbook. Personal Bank, Personal Auktionshaus und das System. Gucken wir uns mal die Karte an. Sieht ganz ordentlich aus. Und ich hatte recht, hier ist mehr los. So, wie man sieht, kann man recht nah ranzoomen. Die Karte ist jetzt nicht die schönste, aber ich denke, sie erfüllt ihren Job. Man reinzoomen. Ja, sieht okay aus. Ja, die haben schon Drachen. Ich will auch gerne einen Drachen haben. Mit F kann man die Gegner, die Questgeber ansprechen. Hier, wenn ich jetzt F drücke. Ich will gar nicht weg. Aber wo soll ich denn hin? Find Gigs. Gigs. Aha, hier kriege ich noch einen neuen Bogen. So wunderbar. Auf I ist Achievements. Okay. Auf B ist das Inventar. Rechte Maus, das zieht man seinen Shit an. Oh, wieso kann ich... Ah, mit... Oh, geil! Mit doppelt die Pfeiltaste drücken. Also, nicht Pfeiltaste, sondern WASD, ne? Wir laufen ja alle mit WASD. Und doppelt drücken, dann rast er so. Die Frage ist jetzt nur, ob das wirklich schneller ist oder ob das nur so eine optische Täuschung ist. Ich glaube, ein bisschen läuft er schneller. Auch wenn ich lieber auf meinem Drachen reiten würde. Aber, naja, man kann ja nicht alles haben. Public Event, Advancing Giants. Schießt der, wow. Der sieht aber nicht schlecht aus hier, was der so für Attacken hat. Oh, ich muss sagen, aber die Effekte aus diesem Spiel sind alle nicht so der übertriebene Burner jetzt, ne? So, hier müssen wir ein bisschen was töten oder so, oder was einsammeln. So. Standard-Quest, hier müssen wir wieder irgendwelche Federn besorgen. Dann holen wir uns nochmal hier die Quest. Kill Intoxicated Giant. Okay. Das hier macht... Ich muss wahrscheinlich irgendwo hin, mich hinporten, ne? Event Starts. Find Balarian. Hier, Save Point Recognition Complete. Ist das complete oder ist es nicht complete? Ich glaube nicht. Ah, okay. Confirm. Schöne Sache. Schöne Sache. So, also ihr seht, alles ziemliche, was war das denn gerade? Standardkost. Da sind diese Giants. Und genau das ist das, was mich auch in Runes of Magic aufgeregt hat. Seht ihr das da hinten? Ich weiß nicht, was mit diesem Netzwerkcode ist, aber seht ihr da hinten diese Gegner und auch so die Menschen? Das sind keine weichen Animationen. Und das ist etwas, was mich extrem stört. Wenn ich ein MMO spiele, dann soll das, guck mal, wie viele Leute hier sind, dann soll das flüssig vonstatten gehen, dann soll das, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber dann soll das, ja. Dann soll das flüssig sein, ich weiß nicht, was abgeht, wie kann man denn ein Spiel machen, wo dann der Netzcode so weit entfernt und so, das, ich meine, man kann das eigentlich einstellen. Hab ich den? Level 6? Hab ich den? Ja. Hier kann man auch aufheben. Wow, nicht schlecht. Aber das mit den Sysnames wie das Platzhalter ist ein bisschen bescheuert. Aber wenn das kann man mit F alles looten. Das ist eine sehr schöne Sache. You obtained the Dragon Shard. Auf B kann man sich die Shards angucken. Third Tab. Achso, hier oben sind nochmal Tabs. Marketplace. Das ist schon mal sehr schön, dass die das... dass sie das unterteilen in normales Backpack, Marketplace, dass die ganzen Marketplace-Sachen, also aus dem Itemshop, dass die Sachen nicht zumüllen. Das hasse ich immer. Das habe ich auch bei Neverwinter, habe ich immer noch so ein Paket, wo ich, was ich nicht aufmache, weil...
Eins, zwei, drei. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der Nahkämpfer hier richtig cool ist, so wie ich den gerade sehe hier. Aber wieso, was hat der denn für eine Waffe? Wieso hat der denn so eine coole Waffe? Nochmal, Escape. Biceps Man. Follow, Whisper, Transaktion. Man kann die nicht angucken, oh, das hasse ich. Wenn man Leute nicht angucken kann. Oh, der kann Steine schmeißen? Naja, das ist meiner, meine Freunde. Ja, da guckt ihr, ne? Genau. Oh, die ist nackt. Ist natürlich schön als, wie heißt das? Als Fernkämpfer schieße ich einmal einen an und dann heulen sie rum. Da hinten sind noch welche. Ist natürlich jetzt arschvoll hier. Ich werde mir auf jeden Fall, denke ich mal, echt das Spiel in der Open Beta angucken. Generell gefällt mir das Art-Design ziemlich gut. Auch das hier mit der, ja, die Stadt sieht sehr authentisch aus. Nur was mich wirklich echt stört, ist das mit diesem, ich meine jetzt gerade in diesem Augenblick, wenn man hier mit so vielen Leuten ich guck mal ganz kurz in den Optionen, vielleicht stellen wir das, kann man es auch ausstellen. Also ich weiß, dass es in vielen Spielen geht. Interface-Settings vielleicht, Bloodbar-Settings, also ist auch ziemlich cool hier, dass man sowas hat, so wie Bloodbar, Display Bloodbar, das heißt, über den Gegnern müsste eigentlich so eine All Players, wenn die dann kaputt gehauen werden oder sowas, müsste da so eine kleine Bar drüber sein, aber das möchte ich jetzt nicht weiter erörtern. Title Settings, hier kann man die Titel sehen, Friendly Dragon, Spell Lock, Targets, Direct, Show Player HP, Target HP, machen wir mal an. Hotkey Settings, hier kann man das Ö ändern, also hier Summon Dragon, kann man auch was anderes machen, was eine ganz gute Sache ist, meiner Meinung nach. Restlichen Sachen kann man auch ändern. Unstuck Makro Interface. Man kann Makros bauen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Oh, so. Und jetzt gucken wir kurz bei System Settings. Maus? Nein. Audio? Nein. Okay. Gucken wir mal kurz. Visuelle. Machen wir mal auf 10. Bloom? Nee, nee, nee. Plant Density. Das ist die, wie viel Pflanzen so Vegetation hier ist. Machen wir mal auf 6. Vegetation Distance. So, Distance ist eigentlich eher was für Charakter. So, Character Distance fände ich zum Beispiel. Es gibt Shader Qualität hoch, Lightning Distance. Lightning Distance. Ne. Shadow Distance. Skin FX. Sky Quality. Visibility Factor. Skeleton Distance Factor. Object Density. Display Frame Rate. Ich mache das immer hoch. Ne, das ist irgendwas anderes, glaube ich. Ich mache das mal Apply. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall 1000 Blumen mehr, aber das brauche ich erstmal nicht. Ich mache das mal runter. Und mal so. Habt ihr gesehen, ganze Pflanzen weg. So, und die machen wir dann auch runter. Ich habe eigentlich gedacht, das hätte vielleicht was damit zu tun, dass die das nicht so hinkriegen. So, jetzt haben wir auf. Okay, das ist schon mal gut. Skeleton Distance Factor. Object Density. Das hört sich doch gut an. Schauen wir mal. Vielleicht ist es ja das. Oh, ich kann auch mit Shift rollen und ausweichen. Ist nicht schlecht. Mit F kann man wie immer so schön aufheben, das ist nicht schlecht. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Wir sehen uns erstmal, würde ich mal sagen, im zweiten Teil. Ich level jetzt noch ein bisschen, dass ihr mal ein bisschen höheres Level seht. Ich habe nicht viel Zeit, aber ein bisschen was werde ich euch dann noch zeigen. Gucken wir, was wir dann so hinkriegen. Ne? Jetzt habt ihr erstmal einen kleinen Eindruck gewonnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr das in der Open Beta auch spielt. Wie gesagt, Dragon's Prophet. Ich verlinke natürlich unten wieder alles in der Beschreibung. Die Website, wo man das downloaden kann. Und man kann, wie gesagt, ab dem 30.05. um 14 Uhr kann man spielen. Wahrscheinlich wird es sich verschieben, aber naja. Mal ein bisschen ausweichen hier. Oh, toll. Das meine ich zum Beispiel, dass in so einem Action-Spiel, also in einem Spiel, wo die Steuerung auf Action basiert, kann man das so nicht machen, dass man ausweicht und das nicht trifft. Also nicht funktioniert. Habe ich mal gesehen, ich bin ausgewichen und dann wirft er und dann muss ich ganz genau gucken, wann. Das ist ja schon ein bisschen. Naja, egal. Das werden wir auf jeden Fall noch weiter erörtern im nächsten Teil. Ich werde dann auch ein paar Features noch vorlesen im nächsten Teil. Und wie gesagt, wir werden dann auf jeden Fall, Robin und ich werden uns das Spiel mal anschauen, wenn es in die Open Beta kommt.
Den hier besiegen wir jetzt noch. Das ist, glaube ich, der letzte. Ah, ne, ich habe schon, hab ich schon kaputt gemacht. Und nach hinten springen. So. Und ja, gut, dann gehen wir die Quest mal ab. Und Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.